Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, ist Susanna wieder hier. Und zwar haben wir heute etwas ganz Besonderes für euch. Mhm. Wir waren nämlich gestern Abend bei Walmart, was ja hier so ein Supermarkt ist. Ja. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ich habe echt noch nie so viel komisches Zeug in meinem Leben gekauft. Ne? Wir haben halt so ein paar crazy Sachen rausgesucht, die wir schon immer so probieren wollten, aber wir es nie gekauft haben, weil wir nicht wussten, ob das überhaupt gut ist oder ob sich das lohnt. Jetzt haben wir so ein paar Sachen mal so gekauft und es war halt voll witzig. Ne? Genau. Und starten wir gleich mit den Sachen. Das sind einfach so Frosted Sugar Cookies und die hat man halt immer in so, die hat man immer in der Schule, wenn man so diese Partys hat, so freitags, wenn man so... Als ob du das noch nie hattest. Ich hatte das noch nie. Ich hatte das einfach auch Frosted Sugar Cookies, wie das schon klingt. Meine Gastmutter hat das gesehen und hat so gesagt, boah, die sind süß. Und wenn ein Amerikaner sagt, die sind süß, dann sind die extrem süß. Ja, danke. Das riecht halt extrem nach Sugar einfach. Ja, es riecht richtig nach Zucker. So sieht das aus. Ja, einfach so ein weißer Keks mit so einer weißen Glasur drauf. Okay, eins, zwei, drei. Ist ja so ein bisschen Zuckerschock-mäßig. Mhm. Aber ja, ist eigentlich ganz gut. Also man kann es essen. Jetzt vielleicht nicht 20 von denen auf einmal, aber... Einfach. Ja. Ja, also die gehen auf jeden Fall. Das ist nicht so... Viele amerikanische Sachen sind halt einfach so... Richtig übel eklig. Süß. Als nächstes haben wir hier Swedish Fish. Eine Süßigkeit. Die hatte ich... Meine Freundin von mir, als ich ihr was zum Geburtstag schenken wollte, hatte sie gesagt, ihre Lieblingssüßigkeit ist Swedish Fish. Das heißt, das hat sie sich von mir gewünscht dann. Aber ich habe das noch nie probiert. Ich finde es so eklig. Fühlt sich an wie so ein Gummibärchen. Ich glaube, die. Ja, ich glaube, das ist noch generell relativ. Ja, das riecht voll gut. Weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du diese Haribo-Schlümpfe? Auch so ein bisschen bubbisch, so von der Konsistenz. Die Konsistenz ist so ein bisschen. An den Zähnen kleben bleiben. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie ich. Wie ich sie da genau habe, so. Aber ich finde es jetzt nicht so, dass ich das kaufen würde. Ganz gut. So. Ja, aber das Ding ist halt, keine Ahnung, diese Schlümpfe von Haribo oder diese blauen, die haben auch immer so ein bisschen nach dem geschmeckt und die haben auch diese Konsistenz so ein bisschen, nur dass sie mehr am Zähne kleben. Die bleiben nicht ganz so krass kleben. Von daher finde ich die eigentlich ganz gut. Als nächstes haben wir hier so ein Getränk. Das ist Green Tea with Coconut Water. Ja, genau. Genau. Und das haben wir einfach gesehen und... Das klang irgendwie lustig für mich. Ja. Grüner Tee mit Kokosnusswasser. Hier sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. Wir haben hier diese Hausparty-roten Becher. Zu groß mein Kopf hier passt. Stimmt. Und wonach riecht das? Mm. Das riecht eklig. Riecht nach so Gesichtswaschreinigung. Schmeckt eigentlich ganz gut. Es ist süß. Schmeckt nach leichtem Grüntee und leichtem Kokosnuss. Eigentlich ist es noch eigentlich gut. Eigentlich ist es gut. Ja, genau. So sehen die aus. Ich habe noch nie von denen gehört. Ich habe von denen schon gehört und meine, also Ansley hat die halt immer in der Schule dabei. Und wir haben die einfach, genau, Schokoladengeschmack genommen. Ha, guck mal, das ist voll die schlaue Inventation, Erfindung. Inventation. Das öffnet sogar auch gut. Tada! Okay, die sehen so aus. Das sieht voll geil wow, aus. Wow, die sind riesig. Wir können uns einteilen. So pappe ich an. Ja, nicht das ganz gut. Das ist die ganze Mal. So eine Proteinbar. Nee, aber das ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool. Für mich ist voll gut. Okay, als nächstes haben wir noch so eine Ostercandy. Und zwar, ich meine, das kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen oder so. Gibt's die in Deutschland? Reese's. Ich glaube, man kann sie an ein paar Orten kaufen. Ich habe die noch nie in Deutschland gesehen, auf jeden Fall, die Reese's. Die sind auch geil, auf jeden Fall. Ja, die sehen halt nochmal so aus. Das sind halt einfach solche goldenen Hütchen. Für Ostern gibt es die aber hier in allen Variationen und Farben. Ja, auf jeden Fall sind das halt solche Schokoladendinger mit Erdnussbutter drin. Ich mag halt keine Erdnussbutter, von daher ich mag auch nicht. Ich mag Reese's, aber ich mag keine Erdnussbutter. Okay. Ja, die sind halt einfach auch Schokolade mit Erdnussbutter drin. Kann man ab und zu machen. Ist aber halt sehr schmierig. Unser nächstes sind hier Pop-Tarts. Die sind ja übelst amerikanisch. Und ich habe die in Deutschland auch noch nie gesehen. Ich glaube, ja, die gibt's, kann man wieder kaufen. Keine Ahnung. Das gibt es nicht in Deutschland. Auf jeden Fall. Es gibt halt verschiedene Sorten davon. Ja, wir haben hier... Cookies and Cream. Genau, wir haben hier also diese Oreo-Variante genommen, mehr oder weniger. Also, wenn man das aufmacht, da sind halt zwei drin. In der Mitte ist halt noch mehr von dieser Glasur. Das schmeckt einfach eins als die Oreo. Ups. Würde ich das schätzen. Ja, das stimmt. Das nehmen viele so mit in die Schule zum Frühstück. Oder auch Kinder essen das hier oft zum Frühstück. Meine Gastmutter hatte das immer zum Frühstück früher. Hat meine Gastmutter gesagt. Die findet es eigentlich noch lecker so. Ja, kann man mal machen, so zwischendrin. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht,
Weil da sind ja immer zwei in so einer Packung. Ob ich zwei auf einmal brauchen würde. Ich meine, wenn ich die zum Frühstück esse, ja, vom Hunger her, ja, aber ich kann nicht so zwei so mega süße Dinge auf einmal essen. Okay, das letzte hier sind diese Bubblegum-Eier. Das ist halt, momentan ist halt Ostern, deswegen gibt es halt hier alles in Ostervariante. So, ich habe das jetzt hier gerade mal aufgeschnitten. Guck mal, was mir entgegengefallen ist. Nein, so Osterhasen-Sticker. Ja, kannst du haben. Und dann sind hier jetzt 5 von diesen kleinen Paletten hier drin. Das riecht richtig nach Bubblegum. Das riecht voll nach Osterei. Das riecht richtig nach Bubblegum. Das ist bestimmt auch mit Zucker, oder? Ja, logisch. Ich mag diesen Geschmack überhaupt nicht. Es schmeckt halt einfach nach Bubblegum. Ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich mag halt diesen Geschmack. Es ist halt einfach Kaugummi, nicht zuckerfrei. Ich esse in meinem normalen Leben eigentlich nur zuckerfreies Kaugummi. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut. Guck mal, diese Farben. Mona! So, das war's auf jeden Fall schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh Gott, hier zieht's aus. Für den zweiten Teil, den wir jetzt noch drehen werden, schaut auf meinem Kanal vorbei. Genau. Und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir haben Sachen ausprobiert, die wir vorher noch nicht kannten. Einfach nur manchmal so zu zeigen, was es hier alles so gibt. Und wir wollten das halt auch mal für uns selber ausprobieren, weil es gibt halt schon lustige Sachen so. Ja. Und ja, alright. Geht auf jeden Fall bei Susanna vorbei. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video.